Herren voller Angst. Wollen wir nicht? Niemals. Dann wollt ihr Taten sehen. Hör uns. Eure Hingabe schmeichelt mir. Das Sündige muss geläutert werden. Nur so gibt es Hoffnung auf Erlösung. Das ist nicht gerecht. Wir haben kein Recht dazu tun. Wofür haltet ihr? Und ihr steht nur feige herum, als Mittäter dieses Frevels. Seht ihr, wie die Bosheit eines Mannes sich auf die anderen ausbreitet? Sie wollten euch ängstigen und Zweifel säen. Aber ich bin hier, um euch zu beschützen. Hier haben wir vier sündige Seelen. Die Hure, der Dieb, der Spieler, der Ungläubige. Möge der Herr über sie alle richten. Nicht, wenn wir es verhindern können, würde ich mal sagen. Oder wie die hier alle abgehen. Oh, jetzt falsche Seite. Falsch! Scheiße, Mann. Springt der da ab? Was soll denn die Scheiße? Ganz blöde Aktion. Ganz blöde Aktion. Na, der hat's drauf. Ja, das ist blöd, dass der da praktisch wieder abgesprungen ist und dann doch in die andere Richtung. Sehr schön. Aber so geht's auch. Wir haben ihn erledigt. Also viel Spaß. Ich habe erst begonnen. Sagt, welche Rolle wurde euch zuteil? Wollt ihr euch auch verteidigen wie die anderen und eure Missetaten rechtfertigen? Die Bruderschaft wollte die Stadt. Ich wollte Macht. Es war eine Gelegenheit. Eine Gelegenheit, Unschuldige zu meucheln? Nicht unschuldig. Die Stimmen der Dissidenten schneiden wie eine Klinge. Sie stören die Ordnung. Darin stimme ich mit der Bruderschaft überein. Ihr habt Menschen getötet, nur weil sie anderer Meinung waren? Sicher nicht. Ich tötete sie, weil ich es konnte. Weil es mir Lust bereitete. Wisst ihr, wie es sich anfühlt, über das Schicksal anderer zu entscheiden? Und saht ihr, wie die Menge jubelte? Wie sie mich fürchteten? Ich war wie ein Gott! Ihr hättet dasselbe getan, wenn ihr gekonnt hättet. Diese Macht! Einmal vielleicht, doch dann hätte ich erkannt, was mit denen passiert, die sich selbst über andere stellen. Und was ist das? Hier, lasst es mich euch zeigen. Noch ein zweites Mal rein. Alles klar. Den hätten wir erledigt. Dann bleiben hier nur noch ein paar Wachen, durch die ich gerade durchhau. Aus irgendeinem Grund. Die Wachen sehen zwar stärker aus, so wie die stärkeren Wachen sind, aber trotzdem die ganz schwachen. Deswegen kein Problem, die alle hier ein bisschen zu dezimieren, sag ich mal. Alter, wie viele? Wie viele hier ankommen? Bam. Na, geht doch. Zack, zack. Alter. Na, zwei, die habe ich jetzt keinen Bock zu verfolgen. Die dürfen ausnahmsweise mal entkommen hier. Ich bin gütig heute. Ne, ich hatte einfach nur keinen Bock, zwei auf einmal zu verfolgen. Oh.
So viel dazu. Gott ist auf meiner Seite. Du wirst nicht gewinnen. Na. Bam! Oh. Können die mal aufhören zu nerven? Noch einer? Willst du auch sterben? Kein Problem. So. Hier kommen wir hoch. Et voilà. Schon sind wir wieder zurück. Kurzer Ausflug. Und damit haben wir die Mission erledigt. Jerusalem braucht einen neuen Führer. Das hörte ich bereits. Was ist? Keine weisen Worte für mich? Sicher habe ich irgendwelche Fehler gemacht. Ihr habt getan, was ein Mann tun muss. Nicht mehr, nicht weniger. Es besorgt mich, dass ihr für die bloße Pflichterfüllung Lob erwartet. Einfach alles scheint euch zu besorgen. Denkt darüber nach. Aber tut das auf dem Rückweg nach Masyaf. Euer Werk hier ist vollbracht. Dann ab zurück nach Masyaf und dann haben wir auch schon das hier abgeschlossen. Würde ich sagen, spule ich wieder vor. Jawohl, Al-Mualim. Ach nee, den haben wir nicht eliminiert. Zu dem müssen wir jetzt zurück. Ich weiß nicht, wie der hieß, aber wir haben es geschafft. Fehlt nur noch einer und zwar in Jerusalem. Nee. Arkon fehlt noch, genau. So rum war's. Und ich bin ruhig. Berichtet von euren Fortschritten. Ich tat, wie mir geheißen. Gut, gut. Was sehe ich denn da? Neues Schwert. Sprecht darüber. Jeder, dem zu töten ich geschickt wurde, spricht kryptische Worte zu mir. Jedes Mal komme ich zu euch, um Antworten zu finden. Jedes Mal erhalte ich nur weitere Rätsel von euch. Das muss enden. Wer seid ihr, dass ihr so mit mir sprecht? Ich bin es, der eure Aufträge ausführt. Wenn ihr das fortzusetzen gedenkt, so sprecht endlich frank und frei mit mir. Gemach, gemach, Junge. Dieser Ton gefällt mir nicht. Und ich mag eure Verwirrungen nicht. Ich bot eine Gelegenheit, eure verlorene Ehre wiederherzustellen. Nicht verloren. Genommen. Von euch. Und dann lasst ihr mich sie holen, wie ein gottverdammter Hund. Mich dünkt, ich werde einen anderen finden müssen. Schade. Ihr zeigt großes Potenzial. Hättet ihr einen anderen, hättet ihr ihn längst entsandt. Ihr sagtet, meine Fragen werden beantwortet, wenn ich nicht mehr danach fragen muss. Ich frage nicht mehr. Ich fordere, dass ihr mir sagt, wie diese Leute in Verbindung stehen. Ja, ihr habt recht. Diese Männer sind verbunden durch einen Blutschwur, ganz wie der unsere. Wer sind sie? Non nobis, Domine. Non nobis. Templer. Nun erkennt ihr das wahre Ausmaß von Robert de Sables Macht. All diese Männer, Statthalter, Heerführer. Sie alle haben ihm die Treue geschworen. Ihre Werke können nicht einzeln betrachtet werden, oder? Nur als Ganzes. Wonach streben sie? Eroberung. Sie wollen das Heilige Land nicht im Namen Christi, sondern für sich selbst. Was ist mit Richard, Salah al-Din? Jeder, der sich den Templern entgegenstellt, wird vernichtet. Seid versichert, dass sie Mittel und Wege haben. Dann muss man ihnen Einhalt gebieten. Daran arbeiten wir, Altair. Für eine Zukunft ohne solche Ränkespiele. Warum habt ihr mich belogen? Damit ihr den Schleier selbst lüftet. Wie immer geht das Wissen der Tat voraus. Selbst erworbenes Wissen ist besser als erlerntes. Im Übrigen hat euer Verhalten in letzter Zeit nicht eben Vertrauen erweckt. Verstehe. Altair, eure Mission ist unverändert. Nur eure Wahrnehmung der Umstände hat sich geändert. Und gewappnet mit diesem Wissen werde ich die übrigen Templer vielleicht besser verstehen. Sonst noch etwas, das ihr wissen wollt? Der Schatz, den Malik aus Salomons Tempel brachte. Robert schien ihn verzweifelt zurückhaben zu wollen. Altair, bei Zeiten wird euch alles klar werden. So wie euch die Rolle der Templer offenbar wurde, werdet ihr auch die Natur ihres Schatzes erkennen.
Fürs Erste finde Trost darin, dass er nicht in Ihren Händen ist, sondern in unseren. Wenn das euer Wunsch ist? So sei es. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen. Nehmt eure Waffe. Möge sie helfen, der Bruderschaft Ehre zu machen. Altair, bevor ihr geht... Ja? Woher wusstet ihr, dass ich euch nicht töte? Ehrlich gesagt, Meister, gar nicht. Ich habe meinem Glauben vertraut. Oh ja, neue DNA-Synchronisation, ein neues Schwert und neue Messer. Noch mehr Messer können wir jetzt werfen, wenn ich es richtig gesehen habe. Extra Wurfmesser. Ne, haben doch kein neues Schwert. Ach, das hatte nur er. Och Mann. Ich dachte, das kriegen wir jetzt. Schade. Na egal, jedenfalls haben wir jetzt mehr Wurfmesser und Al-Mualim. Alter, kann er sich tarnen oder hat er sich wegteleportiert? Na egal. Egal. Gucken wir mal runter aus dem Fenster noch. Ich würde sagen, ich mache alle an dieser Stelle nochmal eine Pause. Von daher, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Es ist bei mir schon eine gefühlte Ewigkeit her, seit ich das letzte Mal das Spiel gezockt habe, da einige andere, neuere Spiele mir dazwischen kamen, die ich dann erstmal zocken wollte. Von daher weiß ich auch nicht mehr ganz genau, wo wir waren. Ich glaube, wir hatten Wurfmesser-Upgrade freigeschaltet, dass wir mehr Wurfmesser haben, und nach Arkon müssen wir. Das scheint wohl das einzige Ziel zu sein. Ich würde sagen, direkt ins Büro geht das Ganze etwas schneller. Mein Mikrofon war gerade ein bisschen scheiße. Ich will hoffen, man hat mich trotzdem gehört. Benutzen Sie die Action-Sicht, um Informationen über Ihre Umgebung zu erhalten. Den Ingame-Sprachsound wollte ich eigentlich mal lauter stellen, aber leider funktioniert das nicht so ganz. Was das soll, weiß ich auch nicht. Das hat das Spiel schon die ganze Zeit, dass es immer bei den weißen Ladepassagen und so übertrieben leckt. Ich guck mal eben ganz fix in den Optionen nach. Audio, Lautstärkeregelung. Musik kann wesentlich leiser. Machen wir das mal so. In der Hoffnung, dass man jetzt den Ingame-Sprachsound etwas besser versteht. So, dann gucken wir doch gleich mal auf die Map. Wir müssen dorthin. Dann würde ich sagen, nichts wie los. Genau, Arkon war ja hier. Zu wem gehörte das noch gleich? Ich weiß gerade gar nicht mehr die Steuerung. Ich weiß nicht mal mehr gerade, wie man Dings wechselt. Verdammte Scheiße nochmal. Wie war das noch? Ach, das ist doch... Ja, klar. So war das, genau. Zack, erstmal rüber und dann würde ich sagen... Alter Schwede, okay. So nicht. So nicht. Ich würde sagen, ich mache hier kurz den Turm fertig. Und dann speichere ich nochmal kurz ab, gehe raus und drehe die Grafik ein bisschen, also die Grafikkarte ein bisschen hoch. Damit das etwas schöner läuft hier. Ich meine, mit 30 Frames bin ich zufrieden. Mit 30 Frames nehme ich auch nur auf, aber was ich jetzt nicht gebrauchen kann, ist es, dass es auf weniger runtergeht. Und jawohl, das ist ein guter Zeitpunkt, um das zu beenden. Bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder zurück. Ich konnte das Problem jetzt lösen. Aus irgendeinem Grund lag das wohl an meiner Verbindung mit dem Internet, dass es dadurch geleckt hat, das Spiel, oder gefreezed ist an den speziellen Stellen halt, wenn ich Gegner getötet habe. Und zwar jedes Mal, auch beim Hochladen, also auch beim Laden von dem Spiel jetzt, meine ich. Ich habe jetzt einfach Internetverbindung gekappt. Und jetzt läuft es einwandfrei und aus irgendeinem Grund habe ich jetzt auch durchgehend im Spiel über 100 Frames, was ich vorher nicht hatte. Ja, ich habe
Keine Ahnung, warum das so war. Werde ich aber bei anderen Spielen auch ausprobieren.